Naja. Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier in Ark. Naja. In Enderal. Im Fremdenviertel. Und nachdem wir in der letzten Folge doch einige Sachen für unser Haus gebaut haben, wollen wir jetzt mal sehen, wie schnell wir zu unserem Haus zurückfinden. Ich vermute mal, dass es hier ist. Na, so ganz sicher bin ich nicht. Okay, Marktplatz ist schon mal richtig, aber ich dachte, es gibt vielleicht noch einen kürzeren Weg dorthin. Nein, den gibt es leider nicht. Und das geht nach Herzland? Mhm. Ja, schön. Der Ausgang ist auch ganz in der Nähe, also... Jetzt eine schöne Pfeife, Friedenskaut. Bisher kann ich mich nicht beschweren über das Haus. Also ich tippe mal, hier ist der richtige Weg. Marktplatz. Marktplatz und da drüben dann auch Marktplatz. Na gut. Mal gespannt, ob wir unser Häuschen wiederfinden. Ja, da wollen wir nämlich diesmal ein Bierfass aufbauen. Vor allem wollen wir auch den Arkanen-Verzauberer aufbauen. Und wir wollen zwischendurch mal sehen, was wir überhaupt für unsere Vasen bekommen. Vielleicht bekommen wir ja das Geld so ungefähr wieder raus, was wir dummerweise investiert haben. Ich dachte, es wäre ein Topf. Wir haben uns vielleicht verklickt. So ganz sicher bin ich nicht. Wir werden nicht noch einen Bauplan für eine Vase kaufen. Nein, ich denke, wir schauen uns mal an, wie das mit dem Arkan und Verzauberer aussieht. Und wenn der wirklich auf dem Boden stehen sollte, werden wir uns einen, naja, hoffentlich runden Tisch kaufen. Das sind wir ja schon. Ja, wir können direkt vor unserem Haus hier Handel betreiben, bei unserem freundlichsten Händler überhaupt. Wir gehen lieber nach Ora Steinschlag. Die ist auch nicht da. Nein, sie hat ihren Stand ganz... Schreitet wohl! Sie hat ihren... Machst du das kaputt? Lass das. Ora Steinschlag. Hallo. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Ich will etwas kaufen. Zeigt mir euer Angebot. Aber immer doch. Gemüse, frisches Brot. Alles frisch von der Bauernküste. Eigentlich wollen wir ja was verkaufen. Und platzierbar diese Vase. Wenn wir die beiden Vasen verkaufen, haben wir das Geld wieder raus. Aber wir brauchen nur eine zu verkaufen. Schwupp. Ja. Damit könnten wir uns zur Not noch etwas kaufen. Aber es stand doch was von Topf. Naja, jetzt können wir diese Vasen immer und ewig herstellen und immer und ewig verkaufen. Aber da brauchen wir so viele Einzelteile für. Ah, die findet man ja auch nicht allzu häufig. Ja, aber Moment mal, was sehe ich da gerade? Wir haben gar keinen Bauplan für eine Vase. Hier haben wir einen Bauplan für einen Keramiktopf hoch. Hm. Ja, wie dem auch sei. Ich glaube, damit ist gemeint, Vase. Ich weiß es nicht. Ein Kochtopf ist das auf jeden Fall nicht. Darauf kommt es uns doch an. Schreitet wohl. Schreitet wohl. So, hier ist unser Haus. Jetzt bin ich aber gespannt. Kann man hier etwas kochen? Nein, kann man nicht. Oder das sind Baupläne... Ja, das sind mit Sicherheit. Also ich kann mir nicht vorstellen. Wenn man schon den Arkanenverzauberer bauen kann, dann kann ich mir beim besten Willen irgendwie nicht denken, warum sollte man nichts kochen können hier? Also es werden Baupläne sein, die man woanders kaufen kann oder muss oder finden kann oder muss... Das glaube ich nicht, dass es das nicht gibt. Wahrscheinlich haben wir die nur nicht gefunden. Arkaner Verzauberer, fangen wir doch damit mal an. Wir müssen sowieso hier vorne alles hinschmeißen. Da denke ich mal, wenn hier dann Tisch und Möbel und sowas drin steht, irgendwann wird doch hier zum Hinschmeißen gar kein Platz mehr sein, fürchte ich. Naja, vielleicht bin ich auf der ganzen Welt oder in, ja, auf der ganzen Welt der Einzige, der
irgendetwas bauen will hier. Die meisten wollen vielleicht nur endlich hier durchkommen oder was heißt endlich? Also ist es nicht so, dass ich mir absichtlich jetzt Zeit lasse, aber ich sagte schon, ich möchte das schon genießen. Ja, der Arkane-Verzauberer, wenn das mit den Pilzen schon nicht klappt, dann wollen wir wenigstens einen Arkane und Verzauberer hier in der Ecke stehen haben. Auch so unter dem, ja, warum nicht, schön versteckt so ein bisschen. Und das Schöne ist, finde ich, dass sich das sogar anpasst. Und er scheint aber tatsächlich ohne Tisch auszukommen. Also, dass es sich einpasst, anpasst, damit meine ich, es steht gerade. Ja, okay, so nicht. So einigermaßen. Gerade. Oder brennt aber die Treppe dann eines Tages bei den Kerzen? Ja, so heiß wird es da oben nicht, oder? Also, wir brauchen einen Tisch. Auf jeden Fall brauchen wir einen Tisch. Schade. Na gut, also versuchen wir mal das nächste. Also wir hätten die Pilzzucht auch hier oben drauf stellen können, glaube ich, fast schon. Versuchen wir mal das nächste. Was ist mit der Vase? Nein, was ist mit... Ja, aber hier steht ein gerade aktiviert... Moment, was steht da? Okay, egal. Suchen wir uns das nächste Mal aus. Das Bierfass zum Beispiel. Die Holzpuppe. Ist ja egal, wir bauen, kommt jetzt nur auf die Reihenfolge an. Also wir bauen sowieso alles auf. Nehmen wir mal von oben das Bierfass. Schick. Okay, das wird schwierig mit dem Glas dann drunter halten. Oder Becher. Oh, wir brauchen auch Becher und so etwas. Ja, aber das wird doch, das passt doch auch. Wenn man reinkommt, dann hat man hier sofort sein... Oh, das passt gut. Ja, das passt schon mit dem Baumenü, das geht. Hey, hey, höher kriegen wir ihn nicht? Aha. Und runter. Okay, und noch ein Stück nach hinten. Nun. Ja, es geht doch. Ich find's gut. Aha. Man kann also die einmal platzierten Sachen auch noch wieder verstellen. Aber das hier gefällt mir natürlich nicht, wenn es so in der Luft schwebt. Da kommt auf jeden Fall noch was anderes hin. Jetzt schauen wir mal als nächstes, was wir noch Schönes haben. Aha. Ja, das ist gut. Ich glaube, davon bauen wir uns noch so ein paar.
Aber irgendwas brauchten wir hierfür, was wir doch nicht so oft haben, oder? Nägel oder was? Ja, warum ist das eigentlich ein Mann? Hätten wir auch eine Frau bauen können? Ich will das nicht. Können wir den nicht verkaufen? Na. Nein. Nein, 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 nein. Also, sowas will ich nicht im Haus stehen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh nein, wird die jetzt aufgenommen? Nein, nur verschieben können wir sie. Also, okay, 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 okay. Gruselig, aber naja. Ja, wir finden bestimmt auch noch einen Bauplan für eine Frauenkleiderpuppe. Das ist gar kein Problem, das wird schon. Geduld, wir fangen doch gerade mal an. Die Vase. Das ist aber ein großes Ding. Vielleicht kann man hier doch drauf kochen. Nein, kann man nicht. Aber den kann man benutzen. Jawohl. Und das hier kann man auch benutzen. Ansprechen? Stand da ansprechen? Ansprechen! Warum ansprechen und nicht benutzen? Ach so, da hätten wir so eine andere Puppe kaufen sollen. Ah, ich verstehe. Ah ja, das klappt schon mal. Und das klappt und das klappt auch. Ah ja, okay. Ach, die anderen Sachen, die finden wir bestimmt auch noch. So etwas wie Rüstungsständer ist es ja. Aber so etwas wie Waffenständer und so weiter, das finden wir mit Sicherheit auch noch. Ja, das schlaucht mich ein wenig, dass die Bank nicht mal eine Kochstelle hat, wo sie doch... Neuer Bier hat sie ja wenigstens. Huhu! Und wo... Wie bekommen wir das da raus? Ich weiß, ist nur Zierde. Naja. Einen Tisch müssen wir also noch kaufen und... Ah, da weiß man jetzt die Größe nicht. Was zischt ihr eigentlich die ganze Zeit so? Da wird man ja ganz kirre von... Ist das die Stille? Ach, ich weiß schon. Man kann sich doch vielleicht eine Bardin kann man sich ins Haus holen. Ja, das ist gut. Ich glaube nicht, dass wir diese Vase brauchen.
Die ist mir viel zu groß. Naja, gut, man kann irgendwas reinschmeißen, als Zierde vielleicht. Ah, hier stelle ich mir eher so einen Stapel Holz vor. Neben dem Herd, neben dem Ofen. Mit dieser Vase. So eine Riesenvase für so ein kleines Räumchen hier. Was sollen wir damit? Da haben wir einen Bauplan für eine Vase gekauft. Vielleicht können wir da Blumen reinstellen oder irgendwas. Wir nehmen sie als Mülleimer. Hier oben dachte ich mir so einen Tisch zum Essen und so. Aber nochmal, warum hier oben einen Esstisch? Bitte schön. Oh, Moment. Können wir die Vase nicht da oben drauf platzieren? Nein, wohl eher nicht. Ich mag die Vase nicht. Ich glaube, ich möchte die lieber verkaufen. Für die ganzen Einzelteile, die wir haben, vielleicht können wir sie besser irgendwann mal wieder verwerten. Ach, stellen wir sie mal hier ab, so lange. Das sieht etwas wohnlicher aus dann. Ach so. Haben wir noch irgendwas? Also es sieht erstmal eher nicht danach aus, als ob wir irgendetwas hätten. Die Besitzurkunde sollten wir mal hier lassen. Nicht, dass wir die aus Versehen dann noch eines Tages verkaufen. Ja, dann brauchen wir so etwas wie eine, das muss ja nicht in unserer Truhe sein, hier in der sicheren, obwohl die ist sicher, die Truhe. Ich dachte eher, dass wir dann hier eine Schatulle oder so etwas hinstellen. Ja, ich erinnere mich jetzt. Man konnte doch, das alles konnte man noch bauen. Vase, was kann man mit dir machen, hä? Nichts. Komm, wir kaufen einen Tisch. Es hat gar keinen Sinn, sich jetzt zu merken, wie groß der Arkane... Was ist das? Die Vase? Was wohl? Wir haben doch alles gesetzt da drin, denke ich. Ich glaube, wir haben alles hingestellt, was man hinstellen konnte. Ja, wie gesagt, der erste Versuch ist das. Interessante Frisur. Ist das ein Posto? Nein, das ist ein zum Klopfen, so ein Klopfring. Klopfding. Goldene Sichel, Gildenhaus. Wir können hier sogar einer Gilde beitreten. Das ist ja toll. Kommt zu Irinto Scharan und kauft Fisch. Frisch aus dem roten Meer. Also nochmal, was brauchen wir? Einen Tisch. Einen Bauplan für einen Tisch. Mehr brauchen wir nicht. Und die Vase hätten wir vielleicht doch noch verkaufen sollen. Egal. Hallo. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Nun, ich bin an einem Anwesen interessiert. Zeigt mir doch mal euer Angebot. Natürlich. Ich weiß nicht, was ein Ahorn ist. Ich kenne einen Ahornbaum, aber das kann ja nicht gemeint sein. Dass wir uns einen Baum dort reinstellen, schön wär's. Doch, ich mag eigentlich Bäume. Moment, was wollten wir denn jetzt kaufen? Einen Tisch. Bloß keinen Fehler machen hier. Na gut, bei den Gemälden wird das ja auch eine Frage sein. Was ist da drauf auf dem Gemälde?
Wir kaufen quasi die Katze im Sack hier. Ach so, wenn wir das einmal gekauft haben, dann hat er das auch nicht mehr. Das ist schon mal ganz gut. Ja, das finde ich gar nicht so schlecht. Ja, runder Holztisch. Rustikaler Holztisch, der wird zu groß sein für da unten. Nehmen wir doch mal das, was wir hier oben hatten. Runder Holztisch. Sollen wir einen Rundteppich darunter legen? Ach, können wir uns gar nicht leisten. Wir nehmen den runden Holztisch klein. So. Schreitet wohl. Schreitet. Vergesst nicht. Ja. Bei Silren und Freunde ist euer Geld sicher. Okay. Überaus sicher. Glaubt mir. Ja, nein, lieber nicht. Er jagt das Huhn. So, auf ins Fremdenviertel dann also und einen runden Holztisch hergestellt. Ich vermute mal, dass wir dafür Holz brauchen. Natürlich, was denn sonst? Plastik? Dann wäre es ja ein Plastiktisch. Ich glaube nicht, dass die hier Plastik kennen. Auf der anderen Seite würde ich auch gar keinen... Also ich würde einen Plastiktisch nicht unbedingt einem Holztisch bevorzugen. Nein, 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 nein. Holz ist schon gut. Holz lebt. Hoffentlich passt der Tisch. Naja, der Tisch wird passen. Die Frage ist, passt der arkane Verzauberer auf den Tisch? Vielleicht bauen wir gleich zwei Tische. Ja, aber wenn das dann... Nee, schon gut. Wenn die Tische dann unseren Vorstellungen nicht entsprechen... Dann haben wir zwei Tische, die wir nicht brauchen. Ja, aber die können wir doch bestimmt verkaufen. Verschwindet das Licht am Ende des Tags. Die Sonne sinkt schwer in ihr wartendes Grab. Dein Ach so, wir können den Amboss gar nicht benutzen. Wir müssen ja an die Schmiede. So ist das eben. Genau, wir sind jetzt hier. Dankeschön. Arbeiter spuckt schleimiget. Oh nein, wir haben es kaputt gemacht. Wir können gar nichts. Wir können gar nichts gerade schmieden. Warum nicht? Weil wir die Holzfäller-Axt in der Hand haben. Guten Abend. Ah, ohne Holzfäller-Axt geht es. Oh nein, der Name fehlt. Das ist aber nicht so gut. Oh nein, hier auch, aber wir sehen ja, was das ist. Wo ist der Tisch? Da ist der Tisch. Warum fehlt der Name auf einmal? Oh nein, wir brauchen zwei Holz für so einen Tisch. Zwei Nägel und fünf Einzelteile. Das ist schon mal günstiger, vielleicht, naja, außer die Nägel. Die findet man ja auch nicht so oft. Günstiger ansonsten als diese Vase. Wir müssen irgendetwas finden, was man herstellen kann, nur aus Holz. Das wäre kostenlos und das könnten wir dann verkaufen. Einen Stuhl zum Beispiel. Aber ich fürchte, wir werden für alles Nägel und Einzelteile benötigen. Ah, ja.
Ich glaube, so langsam kommt das ins Rollen hier. Dann werden wir halt Handwerker und werden irgendwas Handwerkliches herstellen. Irgendwie einen schönen Stuhl oder so. Verkaufen Stühle und Vasen. Ja, das ist doch eine Idee. Naja, schade um die ganzen Einzelteile. Wie gesagt, wir müssen irgendetwas finden, wofür wir ausschließlich Holz brauchen. Das wird der letzte Bauplan wahrscheinlich sein, den wir kaufen. Einzelteile. Was wird man denn ohne Einzelteile herstellen können? Und ohne Nägel auch. Schöne Pfeife, Friedenskraut. Warum muss das Zeug so teuer sein? Denn Holz haben wir ohne Ende. Normalerweise. Die können aber schmieden, wir nicht. Naja. Also gut, was wollen wir hier jetzt noch bauen? Den Tisch, genau. Das gibt doch alles keinen Sinn. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und wir bekommen keine Punkte dafür. Letztens haben wir aber doch was geschmiedet und dafür haben wir doch Punkte bekommen. So ist das eben. Aha. Okay, für ein Rüstungsteil bekommen wir Punkte. Nicht viel, aber immerhin. Ach ja. Warum muss das Zeug so teuer sein? Da fehlen uns schon die Einzelteile, na gut. Eimer, irgendetwas. Oder wenn wir nur ein Einzelteil brauchten, naja, die Einzelteile, die finden wir ja auch. Aber, naja, das muss man wieder suchen. Das Holz liegt da einfach so rum. Das braucht man nur zu hacken. Da bräuchte man Zeit. Es geht ja darum, dass wir das ausgegebene Geld wenigstens wieder drin haben wollen. Also, jetzt werden wir wahrscheinlich auch wenigstens einen Tisch verkaufen wollen. Oder zwei. Naja, mal sehen. Ja, irgendetwas aus Holz. Irgendetwas Holziges, nur Holz. Wir finden bestimmt noch... Wo ist unser Haus? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Moment, ja gut, wir gehen erstmal, bevor wir es verkaufen, gehen wir erstmal rein und gucken, wie diese Tische, diese Runden überhaupt dann aussehen. Hat er sich bewegt gerade da oben? Geht's schon wieder los? Na, okay, der runde Tisch. Na, das passt ja sogar. Aber die Farbe. Wir sind auch nie zufrieden, was? Oh, ach so. Abgebrochen? Warum?
Aha. Okay. Ach so. Also, den arkanen Verzauberer konnten wir jetzt nicht bewegen. Der wurde sofort dem Inventar wieder zugefügt. Also positionieren wir jetzt mal zuerst den Tisch. Im Baumenü hier. Naja, wir wollen ja Platz sparen, also wenn das so ginge. Und es klappt. Ist der auch nicht in der Wand irgendwo? Nein, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Genau wie ein Tisch in der Ecke. Sehr schön. Ja, dann brauchen wir jetzt nur noch den arkanen Verzauberer oben drauf zu stellen und dann passt das. Ja. Okay, das ist ein arkaner Verzauberer auf einem Tisch. Was will man mehr? Wunderbar. Ja, wollen wir denn jetzt noch einen Tisch oben hinstellen? Ich glaube, wenn, dann sollte der runde Tisch. Ich mag diese runden Tische. Aber der ist zu hoch für das Bett, oder? Ich bin nicht so ganz sicher. Ja, doch. Oh, Moment, Moment. Oh nein. Wir hätten ruhig im Baumodus bleiben können. Und genau. Mir ist gerade eingefallen, dass wir ja im anderen Menü, also das wäre das normale Platzierungsmenü, da ist er ein wenig hoch. Ja, aber ansonsten steht er doch gut. Ja. Oh. Und jetzt können wir ihn doch etwas nach unten. So auf die Höhe, die wir wollen, bis wir was anderes haben vielleicht. Ja. Oh. Oh. Na, ist er wieder nach oben? Oh, das geht. Das ist jetzt ein bisschen zu hoch, aber ich finde, das geht erstmal. Nein. Wenn, dann müssen wir es schon richtig machen. Verschieben. Eh. So. Und jetzt nach unten. Und platzieren. Ja. Wesentlich besser. Für den Anfang. Ja, brauchen wir denn noch mehr Holztische? Nur diese kleinen wohl eher nicht. Dann denke ich mal, ups, nein, auch nicht. Da bin ich noch in einem anderen Baumenü. Dann denke ich mal, wir sind soweit fertig durch mit dieser Folge. Ich bedanke mich also an dieser Stelle.
Mit diesem schönen Arkanenverzauberer im Hintergrund bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Vielen, vielen Dank. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.